Hallo zusammen. Post habe ich bekommen von einem guten Freund, vom lieben Bürgermeister. Und was er mir da eingepackt hat, das schauen wir uns jetzt an. Wie erwähnt, das Paket stammt vom lieben Bürgermeister, von dem Flo. Wir hatten einen kleinen Deal. Ich habe ihm einige Transformers-Figuren überlassen und auch anderen Stuff und so weiter. Und irgendwann hatten wir mal so ein bisschen hin und her. Mir fehlten ein paar, die wollte er mir dann im Tausch geben. Und so hat sich einiges hier angesammelt. Dazu komme ich dann gleich detaillierter. Hier nochmal sein Sticker, aber den blende ich auch weiterhin ein. Lasse ich mal da liegen. So, und er hat mir eine ganze Kiste vollgepackt. Ich habe sie eigentlich nur ganz kurz ein bisschen vom geöffnet und ja, von den Verpackungsmaterialien etwas befreit. So kann ich jetzt reingucken und ich mache das so, dass ich den hier mal hier vorne hinlege und hier dann gleich die Figuren präsentiere. So, den Anfang macht ein Pretender. Den hatte ich noch nicht. Ups, der Gürtel ist abgefallen. Das ist ein Decepticon Pretender. Den hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Also mir fehlen einige von den Pretendern. Er ist jetzt im bespielten Zustand, das wusste ich aber auch alles. Ist halt so, dass die Figuren leider auch so ein bisschen mit der Zeit eben halt ja nicht mehr perfekt sind. Der Gürtel ist noch dabei, der wird hier so reingeklemmt, hält aber nicht die Figur zusammen. Deswegen einerseits hätte man den auch in die Figur einintegrieren können, finde ich, wenn man so den Gürtel sieht. Ja, aufmachen muss ich nicht, die Shell, der wird bei mir auch jetzt so dann, wenn ich Platz habe, im Regal stehen. Hinten ist er leider seiner Zeit schon beraubt mit Sonne. Von den Pretenders fehlen mir so ein paar, ich habe die damals nie alle vollständig gekauft. Das stelle ich mal hier hin. Und ja, der gute Flo hatte den doppelt und habe ich gedacht, ja, warum nicht, nehme ich den erstmal auf. So, hier ist der Roboter dazu, der Pretender-Roboter. Er ist auch nicht vollständig, es fehlen so ein bisschen vom Zubehör noch was und hier sind auch keine Aufkleber mehr drauf und leider, hier konnte man die Waffen in die Seite stecken, hier sieht es auch noch, da ist abgebrochen leider die eine Waffe damals wohl beim Spielen, aber ja, die eine heile Waffe ist dabei. Ja, ein schöner Pretender Roboter. So, weiter geht es. Was haben wir noch? Irgendwo ist hier die Waffe. Ja, genau. Hier ist so diese Axt, die er hat. Jetzt fällt mir die Figur hier gleich wahrscheinlich runter. Die wird ihm sozusagen in die Hand gegeben. In diese komischen Krallenhand. Gar nicht so einfach, wenn man das so sich so überlegt. Ja, sind so ein bisschen gummiert. Dann passt das auch ein bisschen. Na. Ja, machen wir mal so. Bisschen in die Hand setzen. Lassen wir erstmal liegen. Genau. So, und er hat. Wir haben halt ein paar Sachen, zwei paar Figuren, die mir fehlten. Und hier sehe ich auch die nächste. Das ist Dogfight von diesen Trigger-Cons. Der letzte Decepticon, der mir fehlte. Von dieser Reihe. Auch im sehr, sehr schönen Zustand. Hier kann man hat zwei Waffen. Versuche ich mal zu zeigen. Fallen so raus, richtig cool. Und ja, keine schlechte Figur. Fehlte mir noch, die anderen habe ich alle. Damit ist diese sechsteilige Reihe sozusagen, es gibt drei Autobots, drei Decepticons, habe ich komplett. Sind auch unterschiedlich, mal mit Sprungfeder, mal mit einer Mechanik. Auf jeden Fall recht gut gemacht. Hier sehe ich, das ist noch eine der Waffen, die zu dem Pretender gehört. Ja, und hier ist auch ein kleiner Bonus für mich dabei. Habe ich schon, aber es ist immer wieder geil. Monkey Island 3, nee, 4 ist das, Flucht von Monkey Island, ist Monkey Island 4. In der Jewel Case Version. Auch richtig schön. Ich mag die Bilder, es macht immer wieder Spaß, das anzugucken. Monkey Island ist einfach eine kultige Serie. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann ein Video dazu.
Kann ich auch mal machen. Was haltet ihr davon? Ich habe auch eine ganze Menge zu zeigen zu Monkey Island jetzt an Spielen. Da habe ich die Big Boxen und so weiter. Vielleicht kann ich die auch mal zeigen. Gut, weiter geht es. Was hat er mir noch eingepackt? Auch einer, den ich bei mir upgraden wollte. Er ist nicht vollständig. Das ist der Target Master Panzer. Also von den kleinen Target Master, den Double Target Master. Hier sind auch beide seiner Waffen dabei. Und ich hatte einen, der war ein bisschen angeniedelt, so ein bisschen angefressen an dem einen Fuß. Das ist für mich jetzt auch definitiv ein Upgrade, auch wenn die Aufkleber hier so neue vertragen könnten. Man kann kaum noch welche erkennen hier an der Seite. Ihr seht, die Logos sind weg. Man könnte es überarbeiten, werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann. Das Einzige, was fehlt, ist, hier kann man die Waffe auch noch verändern. Das ist so ein Doppel, kannst du auch noch hier. Hier die eigentliche Kanone des Panzers, die fehlt. Dafür kann der Target Master Platz nehmen. Aber irgendwie ist es schade. Das ist eben halt auch das Teure an dieser Figur. Die ist sehr simpel, aber das macht das eben aus. Früher habe ich mir die nie gekauft. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe viele Transformers gesammelt. Meine Eltern haben es auch geduldet. Man war ja Kind und Eltern kontrollieren so ein bisschen. Und meine Eltern waren mit Bezug auf Waffen bei Spielzeugen nie so begeistert von. Haben das dann geduldet und ja, fanden das dann doch schon zu heftig. Und Panzer habe ich mir dann versucht nicht zu kaufen. Also habe ich auch Megatron und so weiter lange Zeit nicht gehabt. Und den Panzer, sozusagen, der fehlte mir. Eben halt direkte Sachen. Da habe ich mich darauf geeinigt mit meinen Eltern, dass ich dann versuche, die nicht. Naja, mittlerweile bin ich erwachsen und versuche, die vollständig zu kriegen. So, und auch zum Vollständigen habe ich hier noch einen weiteren. Das ist von der G2-Reihe, einen Jet. Auch recht cooler, ich glaube, der heißt Hooligan. Hier fehlen jetzt die Kanone dazu zum Abschießen. Die habe ich aber mehrfach noch. Er sieht ganz cool aus. Da gibt es, glaube ich, 5, 6, so um die 5 verschiedene Jets. Ich habe fast alle, glaube ich. Ja, ich glaube, 2 oder so fehlen mir noch. Das ist jetzt nicht so eine Serie, wo ich sage, das ist so wild hinter dem Sammeln. Ich bin mehr beim klassischen G1, so bei denen hier, die ich mir vollständig sammeln möchte. Und ja, so kommt immer eins zum anderen. Was habe ich denn noch hier drin? Noch ein Pets. Ein Duffy Pets. Er hat mir ein paar Goodies eingepackt. Finde ich auch ganz niedlich. Ach, legen wir mal hin. Was ist denn hier noch? Ich meine, von ein paar Sachen wusste ich, dass sie dabei sind. Gut, hier ist eine Waffe, die weiß ich nicht, wo sie zugehört. Genauso wie diese Waffe. Ich zeige euch die einfach mal. Keine Ahnung, wo die jetzt hingehören. Hier ist noch eine Waffe. In dem Moment weiß ich gerade auch nicht, wo die hingehört. Ich kann noch mal fragen, ob er weiß, wo die hingehören. Das sieht so nach Big Jim fast aus. Keine Ahnung, das ist auch so komisch. Hinten wie so ein Mechaniker. Ja, wie so ein Schrauben, ja, wie heißen die Dinger noch? Wrench. Ich komme auf den englischen Namen seltsamerweise. Ja, also diese großen Schraubenschlüssel. So ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Sieht das fast aus. Genau. Was haben wir hier noch? Einen kleinen, aber defekten Micromaster von Transformers. Ist eigentlich fast komplett. Flügel, alles da. Vorne fehlt die Haube sozusagen. Ich glaube, ich habe einen, wo mir ein Flügel fehlt. Vielleicht kann ich das ja vorsichtig kombinieren und wieder einen ganzen draus machen. Ich muss mal gucken, was mir so einfällt. Man hat ja leider so auch so ein paar kaputte manchmal, wenn man sich Sachen aufkauft. Ich persönlich hatte Glück gehabt, dass bei mir nicht so viel je kaputt gegangen ist. Hier auch noch einen, den habe ich bereits, aber ist auch mal wieder schön zu sehen. Ein Sparkobot, Firecon meine ich, das ist ein Monster. Und hier ist ein kleines Rädchen unter, wenn man das gedreht hat, kam Funken aus dem Mund. Funktion, die teilweise nach Jahren nicht mehr ganz so funktioniert, auch nie so, ja, ich meine Lieblingsfunktion ist. Aber schon interessant, was man an verschiedensten Funktionen ausprobiert hat bei Actionfiguren. Auch Masters of the Universe mit einer ganzen Menge Features vom Wasserspritzen bis hin zu mit einem Saugnapf, dass man den an die Fensterscheiben kleben kann. Ich
glaube, das ist mal ein schönes Thema. Vielleicht, Flo, wir setzen uns mal zusammen, sammeln alle möglichen Features von Actionfiguren aus den 90ern und 80ern und sprechen mal über die verschiedensten Features, was man sich einfallen lassen hat. Ja, auch mit dehnbaren Gliedmaßen und so weiter. Lassen wir uns mal ein bisschen was einfallen. Vielleicht ist es ganz witzig. So, auch witzig ist, dass ich jetzt noch zwei weitere Dogfights hier habe. Ich habe mir noch zwei weitere eingepackt. Ich kann jetzt eine kleine Armada aufstellen. Die sind jetzt nicht ganz so perfekt. Die sind abgenutzter. Der ist in sehr, sehr schönen Zustand. Und auch hier funktionieren die Kanonen. Ja, aber theoretisch könnte ich mir jetzt einen als Jet und einen als Figur hinstellen. Und der hier ist auch, oder ist richtig abgeniedelt. Auch ein bisschen ausgeleiert von den Funktionen. Also wurde richtig gut mitgespielt. Ist ja auch richtig so. Sollte auch so sein. Kann man mit schönen Repro-Labels auch richtig wieder hübsch machen. Also überall sind die Aufkleber abgenutzt. Und das Silber. Ja, hier gehen die Kanonen schon fast von alleine. Wir sehen, alles sehr abgenutzt. Aber was, keine schlechte Sache. Die gehören auch irgendwie dazu. So eine kleine Armada von Dogfights. Noch ein Block drin. Das ist es eben halt bei solchen Sprungfedern, bei Actionfiguren. Welcher Funktion kann man sie lassen? Das ist so manchmal die Frage. Was meint ihr? Sagt mir mal in den Kommentaren, wenn ihr so... Ach, hier geht das zum Beispiel schon fast gar nicht mehr rein. Das ist ziemlich ausgeleiert. Der Haken, wo er reingehen soll. So, jetzt geht das. Sagt mir mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel solche Action-Features habt, wie jetzt hier mit der Sprungfeder oder nehmen wir mal an, zum Beispiel, was habe ich dann noch? Starcom. Starcom konnte man zum Beispiel bei diesem Starmax-Bomber, diesem großen hinten was ausfahren, da ist man auch mal eingespannt, so ein Anhänger. Wie haltet ihr das, wenn solche Federmechanismen sind? Wie stellt ihr die hin? Lasst ihr die entspannt oder unter Druck sozusagen? Ja, lasst es mich mal wissen. Interessant, wie ihr eure Sachen hinstellt. Hier drin sind jetzt noch ein paar Sachen, die er durch Lots aufgekauft hat, wo ich gesagt habe, gib sie mir gerne. Das sind nämlich GoBots. GoBots sind, kann man sagen, ja, ist eine Konkurrenz gewesen zu Hasbro. Rausgebracht von Tomy. Und, von Bandai. Bandai hat die rausgebracht und das war eben halt eine Konkurrenzserie. Hanna-Barbera hat einen Cartoon damals in Amerika zu gemacht, dann hatte sie GoBots und haben auch unter dem Titel GoBots dann die Actionfiguren verkauft. Interessanterweise hat Hasbro in Amerika die Rechte an den GoBots erworben, aber Takara Tomy in Japan hat nicht die Rechte von Bandai. Das heißt, sie dürfen jetzt die Namen verwenden von den ganzen GoBots, aber nicht die Figuren neu rausbringen oder neu interpretieren, wie sie es jetzt zurzeit mit aktuellen Transformers machen. Also, was haben wir hier drin? Das sind jetzt keine unbedingt vollständigen GoBots, aber ich finde sie trotzdem geil. Hier haben wir einen Hubschrauber. Robot und der kann sich wirklich auch verwandeln. Ich versuche mal einen. Man muss aufpassen, dass die haben Metallgelenke und die können brechen, weil das mehr so ein Gussmetall ist. Hier muss man immer sehr vorsichtig. Die sind auch in den 80ern erschienen, das heißt, sie sind schon richtig alt. Auch hier der Kopf. Krieg ihn gar nicht hoch gedrückt. Doch. So, noch gar nicht so einfach. Ich versuche das mal so zu zeigen. So hat sich der Hubschrauber verwandelt. Eigentlich recht cool. Rotor fehlt, aber das macht mir nichts. Ich rette GoBots immer, wenn ich sie finde, sage ich mal ganz ehrlich. So, ein weiterer. Da fehlen die Flügel. Er sagte mir ja auch, das sind Bestände, die mitgeliefert waren. Hier haben wir auch noch mal einen. Hier fehlt das Cockpit. Vielleicht kann man irgendwann was kombinieren. Ich sammle sie jetzt einfach so. Zwei verschiedene GoBots. Die sind auch ausgeleiert. Das ist halt manchmal leider der Fall. Rotor ist leicht verbogen.
wer weiß, ein bisschen schwer sind die manchmal doch neu wieder zusammenzustellen. So, der ist fast vollständig. Das ist so ein Warzenschwein-Jet. Hier ist aber leider ausgeleiert. Nee, hier fehlt eine Stange. Hier fehlt unten so eine Art Stange, die das Cockpit gehalten hätte. Vielleicht kann man da irgendwas machen, dass ich da noch reparieren kann. Auf jeden Fall keine schlechte Figur. Richtig cool gemacht. Ich mag die Sachen, weil die sind teilweise richtig intelligent im Transformieren. Also deswegen richtig cool. Ich habe auch einige bereits bei mir im Regal stehen. Es gibt auch größere hier. Der ist auch nicht vollständig. Noch abgebrochen, die Heckflügel. Hat auch einiges durchgemacht. So eine große Leader One, das ist so der Anführer gewesen Version. So ein bisschen Starscream Style. Auch richtig stabil, Metall und Plastik, also wirklich richtig massiv und auch vom Gewicht. Und einen habe ich jetzt hier noch, der ist vollständig, wie ich sehe, dann ist das leer, das können wir dann weggeben oder wegnehmen. Auch hier so einen schönen kleinen Jet. Der sieht richtig gut aus, den habe ich auch noch nicht, glaube ich. Der gefällt mir recht gut. Ja. Das war jetzt die Kiste von meinem lieben Freund, dem Flo, dem Bürgermeister. Hier nochmal sein Aufkleber. Soweit. Ich habe ja sowieso schon sein Logo die ganze Zeit in der Seite eingeblendet. Ja, ich freue mich, was er mir hier überlassen hat, was wir getauscht haben sozusagen. Und danke nochmal dafür, Flo. Das ist, bereichert ein bisschen meine Sammlung. Und ja, die GoBots, die gehen immer von mir. Auch wenn ich jetzt momentan nicht den Platz habe, alle auszustellen. Aber es sind schon teilweise Raritäten dabei. Ein bisschen schwierig ist es leider, sie zusammenzubauen. Anders als bei Transformers, die oft mit Schrauben verbunden sind, haben die Nieten. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Ich muss mir mal sehen, was man da machen kann. Ja, ansonsten, das war das Unboxing dieses Paketes. Wenn ihr wollt, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, mich, das würde mich freuen, denn es gibt immer viel zu zeigen und dann seid ihr auf dem Laufenden. Ansonsten kommentiert, erzählt mir, was ihr von den Figuren haltet und vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich wegen Reparieren oder ihr habt vielleicht auch was, wo ihr sagt, Mensch, die Waffe, die gehört zu der Figur oder was auch immer. Lasst es mich wissen, Monkey Island, vielleicht ist auch eins eurer Lieblingsspiele. Würde mich freuen, mit euch ein bisschen zu mich zu unterhalten. Ansonsten bis zum nächsten Mal.